Also mein Name ist Kenneth Stange. Wir sitzen hier in der Marstube. Das ist eine Gaststube auf der Schwäbischen Alb, die angegliedert ist an unserem schönen Demeter-Bauernhof. Wir verarbeiten Milch zu Käse von ungefähr 30 Kühen und vertreiben die Produkte regional, komplett regional, aber eben auch über den Hofladen hier, über die Gastronomie hier, aber auf der anderen Seite auch über Einzelhandel. Genau, und wir beliefern also eine Anzahl von kleinen Einzelhändlern, Bioläden und so weiter hier in der Region, gastronomische auch Betriebe, auch größere, kleinere, ganz unterschiedlich. Ja, Ja, was ist uns wichtig? ich könnte auch noch was zu unseren lieben Kühen sagen. Ich bin Susanna Lindecke und genau, unsere Kühe, die leben hier noch sehr tiergerecht, artgerecht. Also sie dürfen ihre Hörner behalten, was für uns selbstverständlich dazugehört. Wir sind ein Demeterbetrieb und jetzt sind wir gerade im Moment dabei aufzubauen, dass auch die Kälber bei ihren Müttern trinken können. Das wurde uns immer deutlicher, dass das auch ein ganz wichtiger Aspekt ist in so einem Kuhleben und auch in dem Kälberleben. Und ja, um das auch voranzubringen und das auch zu verwirklichen, ist es natürlich auch total wichtig, die Unterstützung zu haben von den Menschen rund um den Hof, weil es ist, sag ich mal, wirtschaftlich ein No-Go. Wir haben weniger Milch, wir haben weniger Käse und müssen uns die Milch dann auch mit den Kälbern teilen. Und trotzdem ist es uns aber ein ganz großes Anliegen, das zu ermöglichen. Und das geht nur mit Menschen, die das auch wollen. Und da sind wir auch sehr dankbar, dass viele Menschen das mit unterstützen und auch schon gespendet haben. Und auch dadurch, dass sie hier vor Ort einkaufen, auch unsere Fleischpakete und den Käse natürlich, das hilft uns, das auch dann wirklich so zu verwirklichen. Und dann ist es ja auch wieder eigentlich ein Beitrag für das Gemeinwohl, für die Gesellschaft, weil glückliche Tiere macht auch glückliche Menschen und auch den Boden, den darf man natürlich auch nicht vergessen, die Grundlage unser aller Leben, dass der ja, sich aufbauen darf, lebendig sein darf und eine Diversität entsteht. Und das passiert bei uns eben auch dadurch, dass wir Weidegang haben, dass die Kühe im Sommer immer auch auf der Weide sind und dort ihren Dung absetzen und ja, Unsere und die Hauptprodukte Fütterung. sind eigentlich Käse und Fleisch. Genau, ja, Genau. also eigenes Rindfleisch, das wir dann in 5 bis 6 Kilo Paketen verpacken, vakuumieren und portionieren und auch beschriften, so dass es sehr kundenfreundlich dann auch direkt ja, verarbeitet werden kann. Wir haben wirklich so schöne Rückmeldungen, wie fein das dann auch schmeckt. Zusätzlich jetzt sage ich mal zum rein landwirtschaftlichen haben wir auch einen sozialen Auftrag hier, weil wir eben kooperieren mit der Jugendhilfeeinrichtung und sage ich mal hilfebedürftige Jugendliche auch integrieren in unseren Arbeitsalltag. Genau, und natürlich die ganzen Gäste und Kunden, die sehr gerne hier hochkommen auch, weil das ein wunderschöner Wanderwege auch hier kreuzen, den Hof, die bekommen natürlich auch genau mit, wie wir unsere Tiere halten und ja, was hier für Menschen sind. Und unsere Beziehungen zu den Kunden sind häufig auch sehr persönlich. Genau, also man kann einfach am Rande der Gemarkung hier entlang spazieren und sich dann auch hier noch am Wochenende verköstigen. Und da verarbeiten wir auch vor allem eigene Produkte in unserer kleinen Gastronomie. Und das wird sehr gern angenommen. Und wir freuen uns immer auch über den Austausch dann mit den Menschen, weil ja, man merkt, dass immer mehr Menschen das auch am Herzen liegt, wirklich zu wissen, wo kommt mein Lebensmittel her, wie wächst das und wie ist auch die Beziehung zwischen den Menschen und den Tieren und dem Boden und den Tieren und den Menschen. Das ist ja, gehört ja alles immer zusammen und das kann man hier erleben. Ja. Dadurch, dass wir nur eigene Zutaten in der Gastronomie verarbeiten und zusätzlich ökologische Waren einkaufen, ist natürlich die Qualität unserer Speisen auch sehr hoch und auch sehr gefragt bei den Kunden. Ja.
Genau. Dann drücke ich mal.